Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Schinken heiß räuchern kannst. Dafür brauchen wir als erstes ein Stück. Du kannst ein mageres Stück aus der Keule nehmen oder so wie ich jetzt hier einen Schweinenacken. Wichtig ist nur, dass es schön pariert ist, keine großen Taschen drin sind, keine Sehnen drauf. Und dann haben wir hier auf der Seite für die Lake Wasser, Nitritpökelsalz, Zucker, Koriander und Kümmel. Und hier noch Lorbeerblätter, weißen Pfeffer, schwarzen Pfeffer und ein bisschen Knoblauchpulver. Und das war's auch schon. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal los. Als erstes müssen wir die Lake herstellen, dafür das Wasser in den Topf geben, die Gewürze hinzu, das Nitritpökelsalz hinzu und jetzt einmal richtig schön umrühren und erwärmen, sodass es kurz vorm Kochen ist. Und dann lassen wir es stehen und sobald es abgekühlt ist, können wir es durch ein Sieb geben und im Anschluss dann mit einer Spritze in das Fleisch spritzen. Wichtig ist hier wirklich die Menge. Am Ende Fleisch wiegen 20% von dieser Lake, dann passt es auch mit dem Salzgehalt und dann ist auch wichtig, dass wir das in den Beutel geben und dann eben auch die abgemessene Lake auch in den Beutel mit rein. Und so ist sichergestellt, dass es am Ende weder zu salzig noch zu wenig salzig ist. Das geben wir jetzt für Minimum 3 Tage in den Kühlschrank. Geht auch länger. Ich habe das zum Beispiel eine Woche drin gehabt. Und danach trocknen wir das einmal ab. Und dann brauchen wir entweder einen Haken zum Aufhängen oder wir ziehen einen Bindfaden durch und hängen das einmal in den Räucherofen bei 50 Grad und trocknen das. Also noch kein Rauch, sondern nur bei 50 Grad, wo sie circa 30 Minuten antrocknen lassen. Und dann erhöhen wir es auf 75 Grad und räuchern das schön 2 Stunden durch. Je nachdem, wie rauchig du das magst, geht es natürlich auch länger. Wichtig ist jetzt nur, nach 2 Stunden wird es wahrscheinlich nicht die Kerntemperatur haben, die wir haben wollen. Und deswegen gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder im Räucherofen ohne Rauch haben oder man gibt es nochmal in so einen Beutel und gart das Ganze sous vide weiter bei der gewünschten Kerntemperatur am einfachsten. Dann kannst du dich übergaren. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal so, bei 58 Grad ist es wirklich sehr saftig, auch noch ein bisschen weich. Und wenn es dann eher in Richtung 62, 63 Grad geht, dann wird es schon fester, aber auch nicht zu trocken. Wer es dann wirklich super trocken möchte, kann es auch auf 65 Grad erhöhen. Das ist ja jedem. Ich habe das im Artikel auch nochmal detaillierter beschrieben. Und jetzt hier sieht man es fertig gegart. Wie ich vorhin gesagt habe, mit der Kerntemperatur, das ist jetzt 58 Grad. Das ist wirklich super saftig. Man merkt das auch, wenn man das ein bisschen antippt, das ist noch sehr weich. Gibt Leute, die mögen das so, vor allem wenn man das heiß isst, empfehle ich so. Wenn man das ein bisschen weniger haben will, dann eben die Temperatur hochstellen. Geschmacklich, ja, kommt die Rauchnote schön raus. Die Gewürze sind schön durchgezogen. Es hat wirklich einen sehr kräftigen Geschmack. Super lecker, super saftig, eigentlich auch echt simples Rezept. Wie immer komplett unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.